Hallo Welt, hallo YouTube. In vorangegangenen Videos hatte ich im Rahmen eines Testaufbaus KNX-Komponenten auf einem Testbrett montiert und diese miteinander verbunden. Dadurch ist eine ganz nette Spielwiese entstanden, um die einzelnen Komponenten im Detail besser kennenzulernen, beziehungsweise um diese für ihren eigentlichen Einsatzort in einem Einfamilienhaus vorzubereiten. Wie ihr schon erahnen könnt, das Testbrett befindet sich nun hinter mir und darum soll es auch im Folgenden wieder gehen. Ich bin mit der softwareseitigen Konfiguration soweit durch und würde euch das Ergebnis gerne präsentieren. Falls ihr an den technischen Details und Hintergründen zum Aufbau selbst interessiert seid, so verlinke ich euch das Video einfach hier oben. So, hier seht ihr das Testbrett nochmal aus der Nähe im Detail und rein optisch gesehen haben sich da jetzt gegenüber den vorangegangenen Videos keine großen Veränderungen mehr ergeben. Ich habe zusätzlich eine dimmbare Retrofit-LED hier eingesetzt, die sich eben besonders gut in ihrer Helligkeit einstellen lässt, um von diesem Dimmaktor Gebrauch zu machen. Und darüber hinaus gibt es noch eine weitere LED-Lampe auf dieser Seite, die über ein Stromkabel in der Steckdose eingesteckt ist und eben symbolisieren soll, ob die Steckdose ein- oder ausgeschaltet ist. Bedienen lassen sich nun die einzelnen Elemente hier auf dem Testbrett in erster Linie und im Wesentlichen über die beiden Taster im oberen Bereich. Die sind entsprechend parametriert und können die verschiedensten Attribute der einzelnen Elemente, wie zum Beispiel die Helligkeit oder die Lichtfarbe, verändern. Man kann ganz grundsätzlich natürlich auch immer am Schaltaktor einen Kanal schalten, wie zum Beispiel hier in diesem Fall. Damit kann ich die Lampe ein- oder ausschalten. Das ist aber nur bei der Installation sinnvoll. Nachher wird keiner in den Technikraum laufen, um dort das Licht einzuschalten. Stattdessen kann man das eben zum Beispiel hier auf dem Glastaster tun. Der Glastaster kann eben frei konfiguriert werden, hat mehrere Ebenen und die möchte ich euch im Folgenden vorstellen. So, nochmal kurz zum Bedienkonzept selbst. Und zwar ist es so, dass diese Taster eine Menge von Optionen haben. Neben den eigentlichen Tasten, die man hier erahnen kann, auf der linken und auf der rechten Seite, kann man eben auch das Display und die Elemente, die am Display angezeigt werden, frei programmieren. Es befindet sich ein Temperatursensor mit auf der Platine und insofern bieten die wirklich eine Menge von Optionen. Das ist jetzt hier fürs Demo- und Testbrett optimal, weil ich eben so möglichst viel steuern und lenken kann. Das möchte man aber in einem später bewohnten Smart Home gar nicht. Da möchte man ja nicht jede Funktion einzeln wirklich im Detail steuern, sondern man möchte möglichst viel über entsprechende Automatiken lösen. Da gibt es dann zum Beispiel Präsenzsensoren und Bewegungsmelder und die schalten das Licht und regulieren das in der Helligkeit, sodass man das am Taster gar nicht mehr machen muss. Hier auf dem Testbrett aber habe ich das ganz bewusst eben so designt, dass ich hier möglichst viel einstellen und justieren kann. Das ist jetzt in diesem Falle hilfreich, weil ich eben die einzelnen Attribute wie die Helligkeit und die Lichtfarbe verändern kann. Grundsätzlich ist das jetzt so gelöst, dass ich über den linken Taster die beiden LED-Streifen steuern und regulieren kann in ihrer Farbe und in der Helligkeit. Und über den rechten Taster kann ich eben diese anderen Elemente wie den Spot, die Lampe oder diese Steckdose schalten. Die Taster habe ich jetzt so parametriert, dass es mehrere Ebenen gibt, nämlich zwei. Auf der ersten Ebene, wie man hier ahnen kann, ist eben die Lampe 1 und der Spot 1. Und auf der zweiten Ebene befindet sich die Steckdose 1, Steckdose 2 sowie die Möglichkeit zwischen dem Tag- und dem Nachtmodus hin und her zu schalten. Die Taster haben nämlich einen sogenannten Nacht- und Tagmodus. Im Nachtmodus können sie sich anders verhalten. Sie können das Display zum Beispiel mit schwarzen Farben darstellen. Man kann das Display auch ganz abschalten und nur Orientierungslichter anzeigen lassen und kann eben so auch auf die Tatsache eingehen, dass es nachts dunkel ist und dass man das Licht dann an der Stelle vielleicht gar nicht möchte, dass von diesem Display ausgehen würde. Ansonsten sind die beiden Leuchtelemente hier eben als Wippe ausgeführt. Das heißt, ich kann die Lampe 1 in ihrer Helligkeit regulieren. Wenn ich hier einmal drauf drücke, schaltet sie eben ein, geht zur vollen Helligkeit über und ich kann sie auf der linken Seite über einen weiteren Druck wieder abschalten. Genauso gut kann ich aber auch die Taste gedrückt halten und dann eben sie in der Helligkeit dimmen. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel 18% Helligkeit. Ähnlich verhält es sich mit dem Spot 1 auf der rechts neben dieser anderen Lampe. Den kann ich eben auch ein- und ausschalten und auch entsprechend in der Helligkeit dimmen. In der zweiten Ebene gibt es dann hier die Möglichkeit, die Steckdosen zu schalten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Steckdose ein- und ausschalten und dadurch die Lampe, die sich hier auf der rechten Seite befindet, ein- und ausschalten. Die Steckdose, das ist jetzt eben hier keine Wippe mehr, sondern das ist ein einfacher Taster, der sich eben umschalten lässt im Zustand, aber diese beiden sind unabhängig voneinander. Der Nachtmodus hat an der Stelle nichts mit der Steckdose selbst zu tun. Die Steckdose 2, und da fehlt mir jetzt die passende Lampe,
lässt sich noch in der Helligkeit dimmen, also die hängt am Dimmaktor, nicht am Schaltaktor. Und hätte man jetzt hier die passende Lampe, dann könnte man die eben auch in ihrer Helligkeit dimmen. Mit dem Taster hier auf der linken Seite, da kann ich eben die beiden RGB und den Tunable-Weitstreifen steuern. Auch wieder über zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene eben den Tunable-Weitstreifen, das ist dieser hier. Und über die zweite Ebene dann den RGB-Streifen auf dieser Seite. Nun ist es so, dass der Tunable-Weitstreifen mit 24 Volt versorgt wird. Dazu habe ich ein 24 Volt Netzteil auf der Rückseite anbringen müssen. Und dieses Netzteil hat leider einen Lüfter. Das heißt, sobald ich hier das Licht einschalte, wird auch der dazugehörige Kanal geschalten. Das Netzteil wird mit Spannung versorgt und der Lüfter schaltet sich ein. Das wird man auch hören können. Dementsprechend nicht erschrecken. Der ist jetzt so parametriert, der dazugehörige Controller, dass er eben in einen HCL-Modus verfällt. Also ich bin jetzt in einem Human-Centric Lighting-Modus und die Lichtfarbe wird jetzt eben dem Tagesverlauf angepasst. Dieser Streifen lässt sich eben von einem kalten Weiß bis in ein warmes Weiß dimmen und je nach Uhrzeit würde hier jetzt eine andere Farbe erscheinen. Man kann den aber auch manuell überschreiben. Man kann die Lichtfarbe sozusagen manuell vorgeben, indem ich das jetzt hier zum Beispiel nach rechts verschiebe. Und wie man jetzt hier erahnen kann, leuchten jetzt beide LED-Gruppen, also sowohl die hellen als auch die dunklen. Und dementsprechend bin ich jetzt hier in der Mitte meines Farbspektrums. Auch die Helligkeit kann man natürlich hoch und runter regulieren. Sobald ich jetzt das Ganze wieder ausschalte durch einen Druck auf der linken Wippenseite, dann wird der LED-Streifen abgeschaltet und auch der Kanal vom Netzteil, sodass jetzt das Netzteil wieder Ruhe gibt. Auf der zweiten Ebene des linken Tasters kann ich nun den RGB-Streifen steuern und auch hier wieder zum einen die Helligkeit. Der ist so parametriert, dass er eben auf den zuletzt eingestellten Wert zurückfällt. In dem Fall waren das eben 36%. Und die kann ich natürlich auch hier über den Taster wieder hoch und runter regulieren. Das wird dann jetzt entsprechend heller oder dunkler. Und ich kann auch den Farbton vorgeben. Also ich habe hier so eine Farbauswahl über die Wippe, die Möglichkeit, über die Wippe die Farbe auszuwählen und dementsprechend kann ich sie verändern. So, soweit so gut. Ich glaube, ich habe jetzt hier alle Elemente und deren Funktionen auf dem Testbrett vorgeführt und auch die Bedienkonzepte dahinter erklärt. Und das Ganze fühlt sich natürlich jetzt erst einmal wenig spektakulär an. Gerade bei einem Aufbau einer solchen Größe würde sich das mit anderen Komponenten deutlich günstiger umsetzen lassen und auch mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Der große Vorteil von KNX ist nun aber, dass es ein Industriestandard ist und man dementsprechend die vielen Komponenten verschiedenster Hersteller miteinander kombinieren kann. So kann man eben Sensorik und Aktorik von verschiedensten Herstellern für die vielen Gewerke in einem Einfamilienhaus zum Beispiel miteinander kommunizieren lassen. Da gibt es zum Beispiel die Schaltaktorik für die Steckdosen, die Heizungsaktorik für das Regulieren der Temperatur in den Räumen und vieles andere mehr. Daraus ergeben sich dann auch eine Menge von interessanten Möglichkeiten der Heimautomatisierung, weil man eben gewerkeübergreifend auf die Zustände der einzelnen Sensoren und Aktoren zugreifen kann. Ein weiterer interessanter Anwendungsfall ist die Visualisierung all dieser Informationen, die über diesen Bus miteinander ausgetauscht werden. So kann man sich zum Beispiel auf seinem Smartphone oder Tablet über die Schaltzustände der Steckdosen oder Leuchtmittel informieren lassen und auch ganz aktiv ins System eingreifen und diverse Aktionen auslösen. Das möchte ich euch noch kurz vorführen und nehme euch mal hierfür mit auf mein Smartphone. Bis gleich. Hier also eine Visualisierung bzw. eine Möglichkeit, in das System aktiv über das Smartphone einzugreifen. Das Ganze basiert auf Home Assistant. Das ist eine Open-Source-Lösung zur Heimautomatisierung mit Unterstützung für KNX. Und ich habe auch hier so prototypenhaft die einzelnen Elemente eben aufgeführt und konfiguriert und kann jetzt hier Aktionen auslösen. Ich kann zum Beispiel den RGB-Streifen ausschalten und wie man jetzt im Video sehen kann, wird er tatsächlich auch ausgeschaltet. Schalten wir ihn mal wieder ein. Ich kann nämlich auch über einen entsprechenden Color Picker zum Beispiel die Farbe verändern und jetzt zum Beispiel einen lila Ton hier angeben bzw. auch die Helligkeit verändern. Home Assistant wertet das Ganze auch mit zusätzlichen Informationen auf und zeigt mir hier zum Beispiel an, zu welcher Tageszeit die Beleuchtung an oder aus war bzw. was die aktuellen Werte für die Helligkeit sind. Man kann hier aber auch andere Aktionen auslösen. Zum Beispiel kann ich hier die Lampe 1 einschalten. Und wie man im Video erkennen kann,
ist nun auch diese Lampe aktiv. Und da die Lampe an einem Dimmaktor hängt, lässt sich das Ganze auch in der Helligkeit eben justieren. Und wie man jetzt sehen kann, dimmt die Lampe langsam zu der Helligkeit, die ich eben zuvor eingestellt habe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich eine Reihe von Sensordaten anzeigen zu lassen. Zum Beispiel sehe ich hier den Stromverbrauch der Steckdose 1. Dort hängt ja die Lampe. Wenn ich diese ausschalte, dann wird dieser Stromverbrauch auf 0 mA zurückgehen. Dann sehe ich hier auch noch den Stromverbrauch des ganzen Busses. Das sind eben die Komponenten, die am KNX-Bus hängen selbst. Und man sieht auch zum Beispiel die Temperatursensorik, die in den Tastern verbaut ist. In diesem Zimmer hat es aktuell zum Beispiel 19,3 Grad und die beiden Taster sind sich darüber auch einig. Basierend auf diesen Daten und der Möglichkeit, hier die Aktorik entsprechend anzusprechen, kann man nun interessante Automatiken implementieren. Zum Beispiel lässt sich mit Home Assistant relativ einfach umsetzen, dass alle Lichter ausgeschaltet werden sollen, sobald sich keiner mehr im Haus befindet. Beziehungsweise, dass die Temperaturen der Heizung nach oben reguliert werden, sobald man sich auf dem Heimweg befindet. Was Home Assistant besonders attraktiv macht, ist auch die Tatsache, dass es sich um eine Open-Source-Lösung handelt, die lokal in meinem Netzwerk läuft. Dementsprechend habe ich hier keine Abhängigkeit zu Clouds bzw. dem Internet und kann eben die Lichter auch ein- und ausschalten bzw. die diversen Automatiken können dies für mich tun, auch wenn das Internet mal nicht funktioniert. Zur Einrichtung, Konfiguration und insbesondere auch zur Anbindung von Home Assistant an den KNX-Bus gerne an anderer Stelle mehr. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einen ersten Eindruck von KNX geben konnte und wie sich das eben in meinem Fall auf diesem Testbrett verhält und was KNX ausmacht bzw. warum KNX so flexibel und attraktiv ist. Abschließend möchte ich mich noch für eure Aufmerksamkeit bedanken, würde mich über Likes, Kritik, Kommentare und Anregungen sehr freuen und hoffe, euch in späteren Videos wiederzusehen. Bis dann!